Ja Leute, ein neues Video, 360 Football. Heute gibt es einen Vlog, neu auf diesem Kanal. Und Nick sagt uns, wo wir sind. Wir sind in Dortmund und es kommt noch einiges auf euch zu. Wir gehen den Match Dortmund gegen Sevilla schauen. Dein Tipp, Bruder? Ja, Dortmund gewinnt 3-1. Ich sag 2-0 für Dortmund. Mal schauen. Mal auf dem Bolzplatz, Leute, gehen wir einen Bolzen. Ja, Bruder, da muss ich sagen, gibt es in der Schweiz leider nicht. Einfach so in Zürich. Echt nice. So ein Platz, wo man mit fremden Leuten ein bisschen Fußball spielen kann, aber da sind wir auf Dortmund gekommen. Ich muss sagen, mir gefällt die Stadt. Modern, geht viel um Fußball. Läuft. Jetzt auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Wir sind sehr gespannt, was uns hier erwartet, Bruder. Ja, Bruder, sieht schon eindrücklich aus hier. Muss man sagen, ganz anders als in der Schweiz auf jeden Fall. Ja, definitiv hier hinten. Ich weiß nicht, hier wohnen vielleicht die Spieler, sind die Büros. Und ja, gehen wir auch mal auf die Plätze. Wir sind jetzt im Trainingsgelände von Dortmund und hier spielt die U19 Youth League, oder? Ja, also die parallele Champions League, wenn man so will. Rasen sieht ganz geil aus. Der Rasen, ich zeig's euch kurz, Leute. Mashallah. Besser geschnitten als meine Seiten. Und ja, wir gehen nachher noch in den, wie heißt das? Footbonaut. Footbonaut. Ähnlich wie der Soccerbot, aber ja. Haben wir noch nie gemacht. Ja, bin gespannt, wir können ihn sich auch testen. Und dann kommt anscheinend noch eine alte Legende von Dortmund. Da sind wir auch gespannt, wer wir hier treffen. Aber ja, wir nehmen euch auf jeden Fall immer mit. Ja, hast du noch was zu sagen? Nee, ich bin gespannt auf das Niveau. Ja, das stimmt. Ein bisschen scouten. Reaktionsschnelligkeit, Handlungsschnelligkeit und natürlich auch technischen Fertigkeiten, die dabei geschult werden. Je nach Position, wenn ich jetzt einen Sixer, einen Zentrumspieler, Zehner oder sowas habe, dann musst du das ganze Feld bespielen, dann kann das Ziel vorne, hinten, links, rechts sein. Wenn ich einen Torwart habe, der nur nach vorne spielt, dann kann ich einstellen, dass der Ball von vorne kommt und wieder nach hinten, nach vorne wieder spielen muss. Mit dieser App kann ich dann einstellen die Anzahl der Bälle und welche Richtung ich spielen möchte. Hier spiele ich nach vorne, wo das grün ist. Genau, dann starten wir mal die ersten 10 Bälle. Achtet darauf, dass die Hände nicht dazwischen sind, weil das sind so Sensoren, wenn ihr die berührt. Wenn ihr mich ärgern wollt, dann könnt ihr die ganze Zeit so machen. Dann kommen dann die Bälle hintereinander, weil die Maschine denkt, dass der Ball dann durch ist. So, der erste Sound ist da, wo der Ball herkommt. Der zweite ist dann das Ziel. Das Ziel ist das Grüne, das Blau ist der Gegenspieler, ist der Schalker. Genau, nicht umgeschlafen. Das ist super. Genau, also
kompakt, machen wir jetzt. Alle die halt auf die Schnauze spielen mit, weil weil es sein kann, dass ihr am Tor steht oder vor der Maschine steht, dann müsst ihr immer frei machen. So Leute, wir waren jetzt im Poponaut, muss ich sagen, ist richtig geil. Ja, ich bin begeistert. Das ist der Kopf der Maschine. Also das ist die Zentrale. Und hier sieht man die Ergebnisse. Hier bei den letzten, beim letzten Durchgang hat nur einer getroffen, der Sieger. Hier sieht man. Und für uns oder für mich beim Training ist halt wichtig, die Trefferquoten. Also hier hat man gesehen, nur zwei Leute haben getroffen. Und dann würden wir dann gucken, okay, welche Bälle haben die getroffen und welche Bälle haben die nicht getroffen. Und woran lag es denn, dass sie nicht getroffen haben. Woran hat es gelegen? Herr Juh, woran hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Da kommt das ist ein Spiel. Das war nicht das Auge. Das war natürlich nicht das. Nochmal direkt löschen hier. So, da sieht man, okay, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der 20 Bälle gespielt hat, 40 Bälle gespielt hat, dann sieht man, okay, so und so viel hat er getroffen. 22 von 45 hat er getroffen. Und habt ihr getroffen? Handlungszeit war 2,7 Sekunden, habt ihr gebraucht. Es war ein Klatschball, deswegen hat es so lange gedauert, weil ihr zu zweit gespielt habt. Von 49%. Und für mich ist das interessant, okay, welche Richtung hat er, waren seine Schwächen? Also haben die am wenigsten getroffen oder nicht getroffen? Und bei euch ist mehr die linke Seite, weil ihr meistens Rechtsfuß seid, wahrscheinlich. Ne? So, dann habt ihr auf der linken Seite per se weniger getroffen. Und die schnellste Aktion war 1,8 Sekunden. Bam, bam. Und das sind so Sachen, die wir uns angucken, weil für draußen das Spiel wichtig ist, dass die Aktionen sauber und schnell sind, dass wir kaum Zeit verlieren, weil je höher die kommen, umso schneller wird das Spiel, umso schneller muss da alles funktionieren. Und das ist halt, und wenn wir uns das angeguckt haben, dann gehen wir einmal kurz rein ins Video. Jeder Spieler beim BVB hat seine Daten. Hier haben wir Sagadu, Haaland, Kakanji und so weiter. Die werden dann darunter gespeichert. Die spielen dann unter ihren Namen. Und so haben wir dann auf Dauer dann halt die Entwicklung. Genau. Und zu Haaland hat er Potenzial. Ich glaube, der war ein bisschen. Das war immer zum Training wieder. Er war ein bisschen besser als ihr, nur ein bisschen. Genau. Und dann gucke ich mal anhang der Ergebnisse. Weiß ich, okay, er hat den zweiten Ball nicht getroffen, aber den dritten und vierten. Dann gucke ich mir, warum? Dann geht es um ins Detail. Warum hat er nicht getroffen? Da versuchen wir dann die Spieler dann besser zu machen. Also auf Ursache des Fehlers zu gehen, die Körperhaltung, Fußhaltung, Treffpunkt des Balles, das sind ja alles, die Einfluss auf die Technik haben. Wenn wir sagen, Technik ist ein großer Begriff, aber was macht die Technik aus? Na, wie nehmt ihr den Ball an, wo geht der Ball, welche Richtung und so weiter? Und dann gehen wir mit den Spielern durch, hier ist die zweite, wie beim Arzt, beim Arzt so, ne? Und dann wird dann erklärt, okay, guck, achte mal auf den Kontakt, achte auf das und dann das Beste ist, der hat sofort die Möglichkeit, dann sofort umzusetzen. Und durch die Wiederholung wird es besser. Und ihr habt ja gemerkt, ihr habt euch daran gewöhnt und dann wurde es immer besser, besser. Und irgendwann habt ihr gar nicht darüber nachgedacht und dann bam, bam. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Automatisieren und dann einfach laufen lassen. Weil die Spieler, die zu viel nachdenken, haben verlieren. Und das sollen die dann halt verinnerlichen. Und das ist so das, was wir trainieren. Das waren jetzt zwei Programme, die wir gemacht haben. Es ist so viel, je nach Position und je nach Spieler kannst du so viele Sachen machen und so viele Challenges machen. Euer Einheit wird, glaube ich, noch verarbeitet, glaube ich. Oder der Ärzte, glaube ich, sich gar nicht die Mühe gemacht haben. Nein. Wer war denn der technisch Beste? Für mich? Also Götze. Der war zwar
Wer ist das aber? Manu Götze? Achso. Ja, Marvin Bär. Leichtigkeit. Leichtigkeit und Ablauf locker. Kein Stress mit dem Ball. Und das sieht man ja auch beim Spielen. Und wir waren jetzt im, ich vergesse immer den Namen. Footbornout. War richtig war geil. War wirklich also geil. Also sehr, sehr eindrücklich. Ja, am liebsten würde man die ganze Zeit drin bleiben. Das kennen wir schon ein bisschen vom Soccerbot, muss das ich stimmt, sagen. Das stimmt, aber es ist schon mal etwas anderes für den ersten Ballkontakt. Ja. Haben beide Vor- und Nachteile natürlich, aber richtig Spaß gemacht. Ja, das ist wirklich geil, aber ich habe es leider nur auf dem Handy aufgenommen, aber Nick hat alle Spieler hier auseinandergenommen, er hat die Challenge gewonnen. Muss dann nur mal sicher gehen. Erster Ballkontakt in der Luft. Ja, und dann hoch auch versenken. Hat ja. Der Nick ganz klar gewonnen, aber man kennt Nick. Mit seiner Edeltechnik hat sogar Dia keine Chance. Und jetzt geht es vielleicht nach Dortmund. Verträge liegen bereit. Ja, der Techniktrainer hat schon gemeint, Nick hat gut Potenzial. Bei mir ist er eher der Süle, der Holzfuß, aber ein Spaß. Aber geht jetzt in den Mannschaftskar und ab ans Spiel, oder? Ja, einwärmen. Jetzt geht's los. Ich bin hier dort ganz wichtig im Mannschaftsbus immer ganz hinten sitzen. Ganz hinten sitzen ist wichtig. Dann gehörst du den coolen. Ja, auf jeden Fall. Hier das Ticket. Dortmund gegen Sevilla. Wie gesagt, du sagst 2-1. 3-1 habe ich gesagt. 3-1. Und ich sage 2-0. Also schlussendlich eigentlich hauptsächlich viele Tore. Ja, das ist wichtig, dass wir auch etwas sehen. Was hast du gezogen, Bruder? Ich habe Bundesliga Tier 1 und du hast Paris Saint-Germain. Bundesliga Tier 1. Oh, Tier 1. Paris Saint-Germain Team Center. Oh, auch gut. Oh, Tier 1 ist schon. Mashallah. Danke dir. Das passt für Nick Messi, der Holzfuß. Der Goat. Nice. Also Leute, ich muss sagen, in echt sieht es noch 10-mal krasser aus. Also, ist wirklich geil. Was sagst du zu dem Stadion? Echt krass, Mann. Boah. Also in echt sieht es viel geiler aus. Viel geiler aus. So, Bruder, Champions League ist vorbei. Ja, war ein langer Tag, aber war sehr nice hier mit den Leuten von Tops zusammen. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie hast du es gefunden? Bruder, ich muss ehrlich sagen, war wirklich geil, auch das Trainingsgelände von Dortmund zu sehen. Und den, wie heißt es schon wieder? Footbornout. Ja, Footbornout. War wirklich geil. Geiler Tag, ja. Ja. Jetzt kaputt. Wann sind wir aufgestanden? So 4 Uhr circa. Ja, 4 Uhr. Jetzt haben wir 1 Uhr oder noch später. Ja. Schon kaputt. Das aber war geil. Ja. War geil. Ja, der Match hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben. Das ist eine langweilige Langweilige. Zweite Halbzeit war jetzt nicht so dolle. Aber alles in allem ganz geiler Tag. Ja, und das würde uns auch wundern, wie ihr das Video gewonnen habt. Ja, Leute. Can wird es dann schneiden. Wenn ihr das seht, ist es natürlich schon geschnitten, logischerweise. Das heißt, gebt ein Like für den Brief. Ja, danke. Like das Video. Vergesst nicht zu kommentieren, wie ihr das Format findet. Abonnieren.
die Blog aktivieren. Auf Instagram folgen. Auf TikTok folgen. MySpace. Ich wünsche Nick eine gute Nacht. Danke gleichfalls. Guten Morgen, Leute. Es ist 2:30 Uhr. Wir sind kaputt. Aber jetzt geht's ab ans Frühstück. Und danach geht's weiter wieder in die Schweiz. Weiter Trainings geben. Hast du noch deine letzte Worte? Nee, im Zug. Einige Dinge erledigen. Posts ready machen. Ja, geht eine Weile. Ja, 7 Stunden Fahrt. Aber das Beste draus machen. Und jetzt geht's erstmal essen gehen. Wir haben jetzt ausgecheckt, warten jetzt auf das Taxi. Gehen an den Bahnhof. Gehen an den Bahnhof. Und hoffen, dass die Deutsche Bahn uns nicht im Stich lässt.